Moin Leute, alles zu Folge 3, so verkennen Sie Winter Soldier namens Power Broker. Spoiler Alarm, 1, 2, 3. Nach dem Blip ist wohl eine Organisation entstanden, nämlich namens Global Reputation Council, abgekürzt GRC. Aber die kennt man nicht durch die Comics, nur durch das MCU. Dann sehen wir natürlich ganz kurz John Walker mit seinem Kompagnon, nämlich Battlestar. Ja, der John Walker ist so ein bisschen aggressiver geworden. Also genauso wie die Richtung in den Comics als US-Agent. Und dann kommt es. Sam und Bucky haben den Plan, ins Gefängnis in Berlin hinzugehen und natürlich Baron Zemo aus diesem Gefängnis zu holen. Auf der Jagd nach dem Supersoldaten-Serum fallen natürlich einige Namen, aber sie gehen erstmal nach Madripoor, eigentlich die Stadt der Mutanten, aber leider sehen wir keine Mutanten. Dr. Wilfred Nagel, der eigentlich das Serum erstellt hatte, stirbt durch Baron Zemo, aber es sind bei den Flag-Smashers noch Serum vorhanden. Natürlich haben wir nochmal Sharon Carter gesehen, die aber wohl nicht mehr so gut ist. Sie ist nämlich eine Kunsthändlerin geworden in Madripoor. Dann haben wir natürlich so einen kleinen, coolen, kleinen John Wick-Style gehabt. Nämlich es wurde ein Kopfgeld auf die drei Personen, nämlich Baron Zemo, Sam und Bucky gesetzt, weil sie nämlich diese eine Person, Selby, umgebracht haben. Wir sehen auf jeden Fall die Ansichten von Carly Morgenthau, die eigentlich vor dem Blip nämlich gut waren. Und die sind dann nämlich nach Madripoor gegangen und haben jetzt den Plan, natürlich, ja, eigentlich was Gutes zu erschaffen, weil dann nämlich böse Mächte entstanden sind. Wie der Power Broker, der eigentlich ziemlich bekannt ist in den Comics. Und hier ist es genauso, er regiert über Madripoor. Und andererseits haben wir noch die GRC. Aber das Krasseste ist auf jeden Fall, dass Wakanda wieder am Start ist. Am Schluss sehen wir, wie James Bucky Barnes nämlich noch eine Frau aus Wakanda trifft. Ich weiß noch nicht, wer das ist, aber trotzdem macht das plus weg weitere Dirty.